Herzlich willkommen zum letzten Part von Let's Play Resident Evil 7 Biohazard. Ja, meine lieben Leute, der letzte Part ist nun erreicht. Der letzte Part dieses Let's Plays, dieses wunderschönen Horror-Games. Ja, viel passiert natürlich nicht mehr, also was storytechnisch betrifft. Nur noch das hier. Jacks 55. Geburtstag. Jack hat heute Geburtstag, aber Geschenke interessieren ihn nicht. Er will sich so richtig den Bauch vollschlagen. Bringen Sie ihm schnell was zu essen. Ja, Leute, das müssen wir tun. Das müssen wir machen. Also nein, müssen wir nicht. Aber ich finde, da das schon der letzte Part ist, warum dann nicht einfach mal ein bisschen was noch reinbringen, was etwas funny ist. Ja, Leute. Oh Gott, diese Musik dabei. Diese Musik dabei, ey, ich glaub's nicht. Genau. Ich weiß gar nicht, wer die anderen zwei Typen da sein sollen, aber da, oder, ja doch, das sind, denke ich mal, zwei andere Typen, die da zu sehen sind. Aber die Frau da in der Mitte ist sehr wahrscheinlich Mia. Und die werden wir dann spielen, während wir auf Jack etwas zu essen bringen. Oh ja. Oh, das ist einfach so geil. Bin gespannt, wie ich mich da anstelle. Da gibt es anscheinend mehrere Räume, wo man das machen kann. Das Einzige, was aber erstmal dran ist, ist Gästehaus. Jack ist hungrig und wartet auf sie. Wo soll die Party stattfinden? Genau hier. Machen Sie Jack fett. bringen Sie Jack etwas... bringen Sie Jack Essen und füttern Sie ihn. Füttern kann er sich bitte alleine. Je schneller sie ihn satt machen, desto höher wird ihr Rang sein. Okay. Was passiert eigentlich, wenn man ihn gar nicht füttert? Und die Zeit abläuft? Passiert dann irgendwas? Keine Ahnung. So wird gespielt. Heute ist Jack 55. Geburtstag. Zur Feier des Tages hat die Familie ein besonderes Mahl zubereitet. Aber das reichte dem gefräßigen alten Jack nicht. Und da kommen Sie ins Spiel. Finden Sie über das Areal verstreuten Mahlzeiten und bringen Sie Jack... Ich hab Hunger, was dauert das so lange? Um seinen Hunger zu stillen. Okay, ja, Jack meckert schon. Über das Areal verteilt können Sie verschiedene Arten leckerer Mahlzeiten finden. Sammeln Sie Mahlzeiten ein und bringen Sie die Jack. Sie können Jack füttern, indem Sie eine Mahlzeit an Jack benutzen. Ich lasse das Essen in meinen Bauch. Boah, chill mal. jedes Mal, wenn Sie Jack füttern, wird sich sein Zufriedenheitsbalken füllen. Füllen Sie den Balken komplett, um den Abschnitt abzuschließen. Ach du Scheiße. Achso, hier stehen nochmal die Regeln. Guck mal. Ich hab Hunger, was dauert das so lange? Oh, guck mal, wie der aussieht. Wie der aussieht, ey, ich glaub's ja nicht. So, warte. Oh, diese Evelyn-Puppe, geh weg damit. Evelyn, du zerstörst alles, was ich mag. So, okay, wir haben... Schaff das Essen in meinen Bauch! Chill dein Leben. Pistole, Flinte... Mein Gott, wir haben aber viele Waffen hier. Messer. Ja, mehr können wir jetzt eigentlich auch nicht mitnehmen, ne? Ich hab Hunger, was dauert denn so lange? So. Schaff das Essen in meinen Bauch! Schaff das Essen in meinen Bauch! Ja, chill doch mal dein Leben. Auf geht's! Auf geht's, Mia, so ganz fröhlich. Auf geht's! Oh, guckt euch diese Dinger mal an, ey. Guckt euch diese Viecher mal an. Kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen. Ihr seid ja nichts. Ihr seid ja nichts. Was seid ihr für Viecher? Also, was seid ihr für Mäude? Sorry. Nein, ich hab Hunger, was dauert das so lange? Ja, sorry, mein lieber Jack, aber das dauert alles so seine Zeit.
Das braucht alles so seine Zeit. Mein Gott. Die sind auch immer aufdringlich. Und anstatt Blut fließt einfach Konfetti raus. Einfach geil. Einfach geil. Wie schön. Weg mit euch. Ach so. Oh, ist das doof. Kann man das nicht kombinieren mit irgendwas? Nein, kann man nicht machen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, oh, das ist ja blöd. Dann muss ich nochmal zurück. Ich versauere hier. Ja, chill mal. Warte mal. So schon besser. Schafft das Essen in meinem Bauch. Ja, jetzt habe ich zwar kostbare Zeit verschwendet dafür. Leider. Aber hey. Kann man das würzen? Nein, kann man nicht. Och, toll. Achso, das raubt sogar zwei Inventarplätze. Och, ist das schön. Also natürlich nicht, aber ihr wisst schon. Rang A wäre, wenn ich es unter 12 Minuten schaffe oder was. Aber nee, dafür bin ich noch zu neu hier. Mehr! 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 Schema. Der hat auch keine Geduld, der Typ, ne? Keine Geduld! Ach Gott! So, hier hast du noch was zu saufen. Nachher ist das ein betrunkener Jack. Nachher haben wir einen betrunkenen Jack hier. Der betrunkene Jack. Bam. Das sieht schon besser aus. Bam. Ah, bam. Schafft das Essen in meinem Bauch. Ja, schafft das Essen in meinem Bauch. Verdammt lecker! Oh, das freut mich aber sehr, lieber Jack. Das freut mich sehr, dass du es so lecker findest, ey. Also, da bin ich ja beruhigt. Da bin ich ja sehr beruhigt. Also, mehr als beruhigt. Oh, nein, ich hab mein Inventar ist voll. Blöd. Mehr davon, mehr davon! Es wirkt zumindest gerade so, als wenn ich die Heilung jetzt nicht unbedingt brauche. Also tue ich sie jetzt einfach mal weg. Die nervt. Ah, einen Platz habe ich noch, einen Platz habe ich noch. Weg mit dir! Ich brauche Essen. Scheiße. Ich habe aber nicht genug. Jetzt schon. Jetzt schon. Jetzt habe ich genug. Mehr, mehr. Mehr, mehr. Oh, das ist schon. Das ist funny, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt schnell bin und sowas. Aber hey. Obwohl, wir haben es ja gleich geschafft. Wir haben es ja gleich geschafft. Muss man ja sagen. Also schlecht sind wir jetzt nicht. Okay, da war ich ja schon. Da war ich ja schon. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Nein, 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 nein. Das war ein Schrittchen daneben, mein Lieber. Oh, Pizza. Pizza vom Feinsten. Ah. Ey. Nicht hier ärgern hier.
Bei Jakes Geburtstag solltet ihr mich nicht ärgern, da solltet ihr mich lieber unterstützen. Guten Tag. Sag mal. Was bist du denn für ein unartiger Gast? Wer hat dich überhaupt eingeladen? Als ich mich. Was war denn das? Was ist das? Müll. Kann man Müll würzen? Weiß ich nicht. Ich meine, die essen auch Gedärme eigentlich. Also, menschenartige Gedärme. Wie? Sag doch nicht sowas. Sag doch nicht sowas, Jack. Oh, ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Wie geil. Ergebnis, Rang B. Fähigkeitsobjekt, Verteidigung. Fähigkeitsobjekt, Feuerkraft. Wunderschön. Obiges wurde in der Inventarbox in diesem Modus hinzugefügt. Abschnitt Versuchsgelände. Fähigkeitsobjekt, kein Plan. Okay, nice. Haben wir noch was? Ja, wir haben jetzt Versuchsgelände freigeschaltet. Machen wir doch das einfach mal. Machen Sie Jack fett. Erneut. Machen Sie Jack richtig, richtig fett. Bis er platzt. So wie diese Kotzbrocken meutet. Die einen vollkotzen wollen. Oh, bitte lass die aber nicht hier auftauchen. Bitte, bitte. Tut mir den Gefallen. Sehr schön. Oh, bitte. Aber wer dieser Horrorclown ist hier in der Nähe? Der ist nämlich... Nee, der ist da, wo er bleibt. Der ist schön da, wo er ist. Ja, und da bleibt er auch. Ach, wie schön, dass wir den auch mal wiedersehen. Wenn du deinen Job gut machst, belohne ich dich mit Fähigkeiten. Fähigkeiten sind... Wie soll ich es erklären? Tja, das sind Dinge, die eine Wirkung haben, wenn du sie trägst. Wenn du viele Fähigkeiten bei dir trägst, wirst du total mächtig, aber vorsichtig. Einige Fähigkeiten haben negative Wirkungen. Also je mehr Fähigkeiten du bei dir trägst, desto weniger Mahlzeiten kannst du aufnehmen. Denkst du, diese Fähigkeiten hören sich wie etwas aus einem Videospiel an? Verrückt, was? Zoe. Ja. Woran könnte das liegen? Woran könnte das denn liegen? Pistolenmunition, 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 Flintenmunition. Den Rest lasse ich erstmal weg. Ja, den Rest lasse ich absichtlich erstmal weg. Weil ich mir denke, nee, muss jetzt nicht sein. So. Alles hier aufgestellt, extra, damit Jack seinen Geburtstag feiern kann. Welcome to Paradise. Jack, du rauchst ein bisschen zu viele Zigaretten. Kann das sein, mein Lieber? Nicht gut, nicht gut. Da müssen wir nochmal mit deinen Eltern sprechen. Gut. Wo gehen wir jetzt am besten jetzt lang? Gehen wir da lang oder... Da lang. Schafft das Essen in meinen Bauch. Schafft das Essen in meinen Bauch. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Bitte stehen Sie mir dabei nicht im Weg. Wollte ich gerade sagen. Tod bleibt tot, ja? Bier. Wer will Bier? Ich nicht. Ich gebe ihm schon mal das Bier, dann habe ich das schon mal weg. Hier. Mehr! 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 Ja, Mann! Ach, da kommt der nächste Gast. Da kommt der nächste Gast. Alle sind herzlich eingeladen zu Jacks Geburtstagsfeier. Happy Birthday to you. Marmelade in Schuh. Happy Birthday to you. Mach den Mund auf und zu.
Steck den Finger rein, das muss lecker sein. Happy Birthday to you. Dein Kopf ist geplatzt, das sieht aber nicht sehr gesund aus, mein Lieber. Nicht sehr gesund. Eine Sache könnten wir bestimmt noch mitnehmen, aber je nachdem, was für eine Sache es auch ist. Holy moly! Wer bist du denn? Du bist ein Gast, den ich noch nicht so gesehen habe. Gewürz, das brauchen wir auf jeden Fall. Und das könnten wir auch gut gebrauchen. Ach, ich muss erstmal zurück und ihn füttern. Ich muss erstmal zurück und den guten Jack füttern. Sorry, meine lieben Gäste, ihr müsst ein bisschen warten. Ihr müsst ein bisschen warten. Ich bin gleich wieder da. Das braucht alles seine Zeit. Ach Gott, die sind aber alle echt stürmisch heute. Die sind alle echt stürmisch gerade. Sehr, sehr stürmisch. Ja, ich weiß, ihr habt noch nie in eurem Leben eine Frau gesehen und wollt sie unbedingt stören bei ihrer Arbeit. Ich merke schon. Pizza. Das ist großartig. Mehr davon. Ja, großartig. Mehr! Das ist verdammt großartig. Das ist großartig. Mehr davon. Ja, du kriegst noch mehr. Du kriegst reichlich, glaub mir. Du kriegst noch reichlich. Du kriegst sogar einen Suppentopf. Jetzt mal wortwörtlich, du kriegst einen Suppentopf. So. Ja, man muss die nicht alle unbedingt abballern. Man kann auch einfach an die vorbeilaufen, weil die scheinen ja nicht so doll angriffslustig zu sein wie im Hauptspiel. Das ist, das erleichtert einen so einiges. So, den Topf können wir würzen. Dann schmeckt der wenigstens. Was war das? Da ist was. Da ist was. Dahinter. Dahinter ist etwas. Das will ich haben. Oh, was ist denn das? Wow. What the fuck? Was ist denn das für eine coole Knarre? Eine verdammt coole Knarre, irgendwie, scheint mir so. Oh, schade, mehr kann ich nicht mitnehmen. Dafür ist mein Inventarplatz zu voll. Richtig toll. Oh, ich wollte schon gerade sagen. Ach. Sieh mal einer an. Ah, okay, das ist auch cool gemacht. Der Aufzug ist gar nicht mehr da. Der Aufzug ist gar nicht mehr da. Der würde auch nur sowieso nur viel Zeit uns kosten. Sehr viel Zeit. Verdammt lecker! Ja, Mann. Das ist großartig. Mehr davon. Ja, du kriegst noch sehr viel, mein Lieber. Du kriegst noch sehr, sehr viel. Du kannst doch gar nicht genug bekommen, nicht wahr? Das glaube ich dir sofort. Na, ah, guten Tag. Sehr, sehr schön. Ja, Leute, das ist doch mal zum Abschluss ein echt schöner Part, finde ich irgendwie. Also, wo einfach mal jetzt keine krasse Horror-Action passiert, sondern als Abschluss etwas Funny-mäßiges. Natürlich sind die aber auch ein bisschen aggro hier, aber was war das denn? Und das Coole ist einfach, sogar die Pistolen schießen irgendwie sowas ähnliches wie Konfetti einfach raus. Ach so, okay. Ach Gott, ach Gott. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Jetzt wollen sie richtig, richtig eingeladen werden hier. Achso, es ist alles schon voll. Das ist ja blöd. Also nochmal zurück. Obwohl, hier ist auch noch was. Aber das können wir auch noch nicht einsammeln. Auch ist das blöd. Da!
Scheiße. Nein. Nein. Es darf nicht mit meinem Tod enden. Das darf jetzt mal so gar nicht mit meinem Tod enden. Weil wenn das mit meinem Tod endet, bin ich am Arsch. Komm, komm schon, das schaffst du, das schaffst du. Ja, komm. Etwas schneller, bitte. Uah, was ist das für ein Mist? Sorry. Das ist großartig. Mehr davon. Mehr, mehr. Ja, chill, chill, chill. Ich muss mich erstmal heilen. Ohne Heilung geht nichts. Ohne Heilung geht nix. Ohne Heilung kannst du es vergessen. Denn ohne Heilung bekommst du kein Essen. Denn ohne Heilung geht die Mia drauf und dann kriegst du gar nichts mehr. Stört mich nicht bei meiner Arbeit. Ja, Rang B werden wir 100% nicht schaffen. Wir werden höchstens Rang C vielleicht schaffen. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so schön, aber hey. Könnt ihr mal ein bisschen freundlicher zu mir sein? Wäre ja auch mal nett. So, das kann man würzen und vielleicht kann man das noch auch eben einsammeln. Ja, das kann man auch noch einsammeln. Beautiful! Ja, die Zeit wird schon knapper. Also wir sind auf jeden Fall schlechter als beim ersten Mal. So viel sei gesagt. Wir sind schlechter als beim ersten Mal. Ja, aber was kann man denn erwarten? Das kann man nicht von mir erwarten, weil man kann nicht von mir erwarten, dass ich ultra gut sein werde. Bei einem Spiel, das ich zuvor noch nicht gespielt habe, weil ich Schiss hatte. Weil ich keinen Bock hatte, weil ich zu faul war und ja. Aber hier in diesem Let's Play werde ich euch das alles zeigen, mit oder ohne mehr Fail. Davon, mehr davon! Mehr davon, mehr davon! Ja, du kriegst so viel. Du kriegst so viel du willst, mein lieber Jack. Du kriegst so viel du willst. Verdammt lecker! Das ja, Mann. Mehr davon! Oh, ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Sehr gut. Gut gemacht. Yay. Wir haben zwar Rang 10 und nicht gerade die beste Belohnung, aber hey. Nice. Das ist doch nice. Okay, mehr haben wir, glaube ich, erstmal nicht freigeschaltet. Dafür müssen wir wahrscheinlich mehr, also einen besseren Rang bekommen. Höchstens vielleicht B. Vielleicht. Aber Leute, das werden wir, denke ich mal, einfach nicht machen. Also, ich meinte, ich könnte das noch. Aber ich wollte euch das einfach nur so zeigen als letzten Part. So als Demonstration. So, ne? Ich wollte jetzt ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie alle freizuschalten. Das jetzt nicht unbedingt. Obwohl, vielleicht. Wer weiß, vielleicht bekommt das hier nochmal irgendwann eine eigene Playlist, wo ich einfach versuche, alle Dinger hier in diesem Bereich hier freizuschalten. Also halt alle, was mit Jacks 55. Geburtstag zu tun hat. Vielleicht versuche ich das, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen, mal schauen. Leute, verlassen wir dieses wunderschöne Game. Ja, Leute, und damit endet nun der letzte Part von Resident Evil 7 Biohazard. Ja, Leute, der letzte Part ist angebrochen. Der letzte Part ist auch nun jetzt, neigt sich nun dem Ende zu. Und
Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat dieser letzte Part und das Let's Play allgemein, hoffentlich hat es euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch die DLCs haben mir sehr viel Spaß gemacht. Richtig geil. Und ja, zurzeit läuft inzwischen wahrscheinlich auch schon bei mir Village auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr kommt alle noch hinterher für die Leute, die es gucken. Und ja, Leute. Es war auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Resident Evil 7 ist ein richtig gutes Spiel, das zu den Wurzeln zurückgekehrt ist. Natürlich gab es die ein oder anderen Action-Sequenzen, die ein bisschen mehr übertrieben Action waren. Aber halt, Action war eigentlich immer ein bisschen in Resident Evil vorhanden. Immer. Also zum Beispiel jetzt irgendwelche Bosskämpfe, die waren immer Action geladen, quasi. Auch ein... Obwohl, es geht eigentlich. Es geht, vielleicht. Ja, aber... Wie soll ich sagen? Jede Spielreihe entwickelt sich irgendwie ein bisschen weiter. Es kann nicht alles gleich bleiben, irgendwie. Und ich denke mal, die Entwickler geben ihr Bestes, um... Ich denke mal, Capcom hat in der Zeit nach Teil 6 dazu gelernt, dass Resident Evil als Horrorreihe angesehen wird, als Survival-Horrorreihe und so eine auch bleiben sollte. Ich denke mal, dass Capcom das irgendwie da schon verstanden hat. Und Village wird jetzt... Village wird sogar auf der Packung, die ich gelesen habe, wird auch... Oder auch auf der Seite wird es als Survival-Horror angesehen, anstatt als Action-Horror. ja, Action wird natürlich immer irgendwie ein bisschen dabei sein, vor allem wenn es von Resident Evil 4 ein bisschen inspiriert wird und war. Aber Leute, ich denke mal, wir können uns da auf etwas Großes freuen. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like, damit es euch gefallen hat und dann sehen wir uns in einem neuen Let's Play wieder. Euer SkyDadLP. Tschüss.